Yo, moin Leute, hier ist euer Mr. Gungeon und mein Name ist Raphael. Willkommen zu einem heutigen Let's Play Akt 4 mit meinem Mage. Ja, so, Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Im letzten Video habt ihr gesehen, dass ich 60 getauscht habe, Jäger. Da mache ich circa so 5kk Gewinn. Und ja, hat sich schon gelohnt. Was habe ich denn noch hier? Ein Gladi 99 plus 9. Falls der nicht weggeht, gebe ich es für Manuvi und kriege ein 73 plus 9. Die Gladi habe ich für 20kk gekauft, weil das schauen, ob ich jetzt ja los werde. Wenn ich dann, ja, gebe ich einfach mal Nuvi und fertig. So. Und ja, ich habe ein Thema mitgenommen über die neuen Konsolen. PS4 und Xbox One. Und ja, bestimmt fragt ihr euch, was für eine Konsole ich mir kaufen werde. Ich werde mir halt die Xbox One kaufen. Und bestimmt sagen die meisten, ja, wieso Xbox One? Wieso Xbox One? Ich muss mein Mikrofon ein bisschen weiter stellen, weil sonst hört es ja mein Atem. Und ja, ich kaufe mal die Xbox One. Ich bin ein Xbox-Fan. Und aber es kommen mal, ja, welche der beiden Konsolen eigentlich besser ist. Also, ich finde eigentlich, alle beide sind ziemlich gut. Ich finde, keine ist besser oder die ist besser. Es gibt auch Nachteile und Vorteile bei den Konsolen, glaube ich. Also ich finde irgendwie, es gibt gar keine, doch. Ja, bei den alten Konsolen gab es bei der PS3 Nachteile, da die Server irgendwie voll scheiße waren. Und die haben dafür fast nichts investiert. Und bei Xbox war ja, man muss ja 50 Euro im Monat zahlen. Also im Jahr 50 Euro, mal konnte auch in jeden dritten Monat zahlen. Oder jeden Monat 9 Euro oder 8 Euro irgendwie so. Und deshalb war es bei der Xbox besser. Da waren die Server auch tausendmal besser. Und ja, war halt nicht viel, 50 Euro in einem Jahr, ganz ehrlich. Es gibt echt Leute, die regen sich auf, 50 Euro in einem Jahr auszugeben. Da frage ich mich echt, seid ihr alle arm geworden? Also, ich finde es echt nicht viel. Und ja, bei der neuen PS4 wollen sie es halt irgendwie so ähnlich machen, auch so, dass man zahlen muss. Und dafür investieren sie mehr an den Servern und so, dass sie besser sind, dass ihr euch, ja, nicht dass die Server wieder so abspacken, wie damals. Ich hatte auch meine PS3, ja, die Server waren echt zum Kotzen, dann, ja, war nicht schön. Und ja, jetzt, ja, ich habe jetzt eine Xbox 360, die ist, glaube ich, die ist die Slim, die neueste, die jetzt auf dem Markt ist, auf dem Markt. ja, die gefällt mir viel mehr als wie die PS3 und habe auch die PS3 verkauft, weil die mich ja aufgeregt hat. Und ja, die Xbox, ja, ich finde auch, es gibt auch viel, viel bessere Spiele, wie Forza Motorsport 4 habe ich da, bockt sich einfach übelst. Bei PS3 gibt es Gran Turismo, aber ich finde Gran Turismo, ja, nicht so gut. Und, ist das irgendeiner? Den könnte ich eigentlich killen, ach, aber ich habe keine Lust. Ich muss ja ein bisschen Eisblumen sammeln. Okay, der Typ hat echte Probleme. Wichser, ganz ehrlich. Boah, nein, ich hab ihn jetzt. Fressen, 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 fressen. Und was könnte ich machen? Oh, ich hab das da hier. So, jetzt schläft er. So ein Stalker, Mann. Okay. Ja, und ich kaufe mir dann halt die Xbox One, bestelle ich mir dann bald. Und die Xbox 360, die behalte ich mir. Also, wir machen halt so. Ich gebe meinem Bruder Geld. Die Xbox 360 behalte ich für mich. Ich kaufe mir auch dort GTA 5. Und der kauft sich halt die Xbox One. Und ja, und da bestellen wir uns schon mal Battlefield 4 und dieses scheiß neue Call of Duty. Ja, ich hasse Call of Duty. Und ja, ja, komm, 5 irgendetwas kam, fick dich doch. Was soll ich? Jetzt habe ich ihm wieder diese Scheiße hier gegeben. Ne, schlaf einfach. Was? Es schläft nicht. Hey Mann, was soll denn das Scheiß, mal ganz ehrlich. Schau, jetzt. Okay, der macht ja kaum den Damage. Naja, ja, und ja, Xbox One freue ich mich schon.
Ja, die haben es halt viel geändert bei der Xbox, weil am Anfang war die echt scheiße. Ich dachte mir echt so, soll ich mir die echt kaufen oder PS4? Und dann haben sie geändert, dass man jetzt kein Online-Zwang ist mehr. Also man muss nicht online sein, um, ja, ich weiß nicht, irgendwann irgendwie Online-Zwang musste am Tag einmal online kommen. Und dann war nicht mehr, dass man, was war noch? Ja, man darf hier, war ja so, dass man die CDs nicht ausleihen darf an Freunden oder so. Man muss sie, ja, nur einmal darf man sie benutzen auf seine Konsole. Und was war noch? Ja, das mit Kamera. Die muss die ganze Zeit an sein. Dann glaube ich, war noch eine vierte Sache. Warte, Online-Ding, Zwang. Ne, ich glaube, die drei Sachen, die eigentlich den meisten gestört hat. Und ja, das haben sie jetzt alles weggemacht. Ja, bei der Gamescom haben wir ja gesagt, das mit Kamera, dass sie nicht an sein muss, wenn man online zocken will. Und ja, das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil die meisten hatten ja Angst wegen Online-Überwachung. Und ja, also ziemlich gute Sache, was sie da gemacht haben. Da kommen echt Leute und da kommen sie so, ja, die haben PS4 nicht gemacht, ganz ehrlich, was ist denn PS4 nachgemacht? Die Xbox 360 hatte schon so, also normal. Und ich wollte dann nur was an. Ich glaube, sie wollten nur testen, ja, wie die Leute so reagieren und dann. Ich glaube, sie wollten es wirklich machen, aber die meisten wollten es echt nicht. Also 99% wollten es gar nicht. Und ja, freue mich ja. Und deshalb kaufe ich mir auch eine Xbox One. Und ja, ihr könnt es mal unten in meinen Kommentaren hinschreiben, was für eine Konsole ihr euch kauft. Bestimmt werden die meisten PS4 hinschreiben, aber das ist mir eigentlich egal. Da ich glaube, bei USA werden sich eh die meisten Xbox kaufen. Weil das halt, da ist ja Xbox auch erfunden worden. Erfunden worden. Und bei Japan wurde halt PS erfunden. Und in Europa ist ja so ein Zwischending. Ein paar kaufen sich Xbox, ein paar kaufen sich PS3. Xbox One und ein paar PS4. Und ja, ah ja, und ich habe mir schon den GTA 5 habe ich mir schon bestellt für die Xbox 360. Freue mich schon auf das Game. Komm, ich glaube, es kommt nächste Woche raus. So. Mal gucken. Dieser Schurke hat mich echt gekillt. Ich hasse Schurken, man. Gegen diese Schurken hat mich kaum eine Chance. So. Muss ich was gucken. Was sind dabei Belang? Alter, sind ja echt viele. Was ist hier? Aigo? Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ich kenne niemanden. Alter, jetzt könnte ich ihn so krass killen. Ich glaube, ich sollte mal einen Tank trinken, einen Trank. Den da hier und ein anderes Tank. Und mal potten. Da kommt einer. Alter, irgendwo hier war ein Schurke oder ein Speer. Okay. Mein Freund, von irgendwo kenne ich ihn. Der hat doch. Stimmt, er hat diese ganz viele Sachen plus 9 im Bazar. Und andere Sachen. Echt abnormal. So, jetzt mal gucken. Ah ja, und ja, ich habe gestern ein Spiel gezockt, wer kennt einer das Spiel, Ghost Recon, aber nicht das Spiel Ghost Recon Online, sogar auf Konsolen, dieses Game, und das habe ich gestern gezockt, Alter, wie es Fun macht, viel, viel mehr Fun als die Call of Duty Scheiß Spiel, Scheiß Call of Duty, ich bin eher so Battlefield Spieler und zockt hat gerne so Spiele so wie Gears of War und Ghost Recon Future Soldiers oder so heißt es. Boah, scheiße, das ist knapp. Und ja, das Spiel habe ich halt gestern gezockt und macht übelst Fun. Nur dieses Ghost Recon Online, wo man auch Computer zocken kann. Das ist der größte Scheiß, ganz ehrlich, Mann. Das ist so scheiße, das kann man echt in den Müll schmeißen. Irgendwo hier ist einer. Also immer diese verdammten Schurken. Ich habe jetzt 232 von 129. Ja, das ist eigentlich ziemlich gut. Für dieses Equipment. Ja, schade.
Mole, was ist denn das? 12 Götzen und Tode, also ziemlich gut. Es ist ja bald ein neuer Monat. Und ja, ich habe ja jetzt 230 Abonnenten, das ist echt ziemlich gut. Ich mache auch ja ein ganz bisschen Werbung bei anderen Kanälen, so wie bei Brad LP oder wie er heißt, oder Arito oder so. Und schreibt dahin, ja, ich mache auch Videos und so kleine Werbungen, ja. Aber ja, nur sowas halt. Facebook-Werbung und so habe ich einfach gar keine Lust. Hab dich abonniert. Muss heute noch die Tagesquest machen. Ich muss noch Eisblumen sammeln. Ich habe jetzt 52 Eisblumenöl und sammle jetzt, bis ich den 100 oder 200 Eisblumenöl habe. Und dann hole ich mir richtig viele Boxen von Akt 5. Schau. Der ist echt einfach stehen geblieben. Alter, ich könnte ihn killen. Nein! Ey, so eine verdammte Kacke. Aber der größte Scheiß. Und ja, das war's jetzt auch mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!